So. Oh nein. Das war doch gar nicht für meinen Chef gedacht, sondern mehr für meinen Kumpel. Oh Mann, oh Mann. Ja, wenn euch auch so ein Missgeschick mal passiert ist, macht euch nicht ins Hemd. Man kann das ja, rückgängig machen, diese Nachricht zurückrufen. Man muss allerdings schnell reagieren und deshalb zeige ich euch jetzt ganz schnell, wie man das macht. So, hier könnt ihr meine Signal-Benutzeroberfläche sehen. Ich habe einfach mal jemanden geschrieben, hallo, nicht wundern, das ist für YouTube. Denn es ist eins, ihr müsst schnell sein. Derjenige darf natürlich die Nachricht noch nicht gelesen haben, weil sonst weiß er natürlich, was drinsteht. Das wollt ihr ja verhindern. Und sie darf nicht älter als 3 Stunden sein, denn nach 3 Stunden geht das nicht mehr. So, wie macht man das Ganze jetzt? Ihr müsst jetzt diese Nachricht anklicken, so lange festhalten, bis sich hier dieses und dieses hier oben öffnet. Dann habt ihr hier das Mülltonnen-Symbol, da klickt ihr drauf. Und jetzt sagt ihr für jeden löschen. Also nicht nur für einen selbst, sondern wirklich für jeden löschen. Dann wird man nochmal abgefragt, ob man das wirklich machen möchte. Dann bestätigt man das halt nochmal. Und dann ist die Nachricht auch wirklich für jeden gelöscht und dann auch nicht mehr zu lesen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch noch rechtzeitig genug helfen und ihr konntet die Nachricht noch für alle Empfänger löschen und dann richtig zuteilen und dem richtigen Empfänger senden. Ja, passiert mal. Wenn es denn zu spät ist, dann kann man sich halt nur entschuldigen und sagen, ey, sorry, war nicht für dich gemeint. Macht euch auch da nicht ins Hemd. Jeder schickt mal irgendwelche lustigen Sachen, ja, in der Gegend herum und hat, glaube ich, jeder Verständnis. Dumm ist es nur, wenn man lästert und das dann die falsche Person bekommt. Aber lästern sollte man auch nicht. In diesem Sinne, ich hoffe, dass dieses Video, wie gesagt, geholfen hat. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Hier könnt ihr mich auch gerne kostenfrei abonnieren. Dann seht ihr auch weitere Videos von mir. Ich sage bis dann, euer MacPaperick.